Jo, schönen guten Tag, der Irre ist wieder da. Wir spielen Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind im ehemalig neuen Lager, mittlerweile eher alten Lager und ja, ich wollte hier eigentlich nur noch mal ein bisschen gucken, was es hier noch so gibt. Klingt blöd, ist aber so. Und wir haben endlich ein Bett gefunden. So, damit wir ein bisschen im Hellen spielen können. Wir schauen mal. Also da hinten ist ein Golem. Die Golems liegen mir überhaupt nicht. Liegt daran, dass ich kaum Zauber habe, die den Schaden machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen, schauen wir einfach so mal, was es noch hier oben so Lustiges gibt. Bam, 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 bam. Hier ist der Staudamm. Da drüben, das war mal die Kneipe. Ja, wir müssen mal gucken. Da unten ist die Höhle. Ja, rostige 200 Zeugen davon, dass ich mit meinem ganzen Skelettkram irgendwann schon mal hier war. Bäm, 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 bäm. So, wir schauen mal. Da oben ging es in die neue Mine. Ehrlich gesagt, das ist das Einzige, was mich noch interessiert. Mal nachzuschauen, was da oben ist. Okay, wir haben hier schon wieder zwei von diesen komischen Eisgolems. Und wir sind tot. Ach ja. Ehrlich jetzt. Na, diese Einfrostereien, ey. Ich hätte mir echt. Scheiße. Das ärgert mich gerade. Ich hätte mir doch irgendwie so einen komischen Zauber besorgen sollen. So einen Feuerball oder sowas. Ach Mann, ey. Das ist echt zum Kotzen. Weil der Eisregen reicht, der Feuerregen reicht nicht für Golems. Wie scheiße ist das denn bitte? So, okay. Ja, tut mir leid. Dieses Gebiet hier liegt mir einfach nicht. Ich bin dafür echt zu dumm. War beim ersten Mal hier schon scheiße. Ich weiß auch nicht, warum das alles hier nicht so will, wie ich das gerne hätte. Wahrscheinlich, ich glaube, wahrscheinlich muss ich tatsächlich machen: Feuerregen wegrennen, nochmal Feuerregen Arsch lecken. Es ist vielleicht am Ende wirklich der einfachste Weg. Dass man sagt: Okay, man stellt sich strategisch günstig, zieht eine Runde, macht den Feuerregen, geht, tankt auf und dann geht es die ganze Chose nochmal von vorne los. Das probiere ich jetzt einfach mal. So, schauen wir mal, ob das funktioniert. So, dann müssen wir aber oben anfangen, glaube ich. Dürfen uns halt einfach auch nicht direkt schockfrosten lassen. Das ist einfach auch nicht so besonders schön, wenn die uns direkt erwischen. So, wir gucken mal. Noch hinter uns. Nur einfach schön laufen, schön Haken schlagen. Ja, guck mal, hier ist auch alles voll mit diesem Eiszeug. Alles voll. Vor allem, die stehen hier eigentlich bloß hinter so rum. Was machen die denn? Oh, da ist schon wieder einer. Na klar. Alter Verwalter. Was soll das denn? Geh weg. Weiß gerade nie so richtig, ob das hier so sonderlich cool ist, was ich hier gerade so mache. Wenn ich jetzt nochmal da hochgehe, müsste ich sie jetzt aber hinkriegen. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Weil die Frage ist, warum sind die alle hier? Das ist doch die entscheidende Frage, die sich uns doch allen stellt. Was machen die hier? Achtung, fertig. Feuerregen, go! Schlachtaxt, eine Rune, Lederbeutel.
nichts zu holen. Lasst mir hier hinter. Was war das denn jetzt für eine Rune? Muss ich da mal nachschauen. Ja, ich sehe schon, ich werde dann nochmal einkaufen müssen. Was war das für eine Rune? Die habe ich. Verstehe ich nicht. Die habe ich doch alle schon gehabt. Keine Ahnung. Leute, ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier für eine Rune gewesen sein soll, die wir gerade gefunden haben. Weiß ich nicht. Naja. Wird schon irgendwas Tolles gewesen sein. So. Jetzt schauen wir nochmal hier unten. Ist echt krass, dass ich gegen diese Golems tatsächlich nur den Feuerregen habe. Das ist ein bisschen, ja, Kanonen auf Spatzen und so, ihr wisst. Nicht so einfach. Okay, ansonsten, was haben wir denn hier noch? Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir wahrscheinlich gar nichts. Ja, hier ist nichts. Jetzt ist die Frage, gibt es dort hinten noch irgendetwas, wenn ich dort hochlaufe? Weißt du was? So, das werden wir gleich rausfinden. Das ist auf jeden Fall witzig. So. Ach, diese Golems, ey. Ich habe keinen Bock drauf. Ich möchte bitte den Golem umgehen. Komme ich hier hoch? Jawohl. Hier geht's nicht weiter. So, jetzt reicht's. Da liegt noch irgendwas. Aber das ist es mir jetzt tatsächlich nicht wert. Das ist nämlich nur eine Schriftrolle. Ich werde jetzt in die Burg teleportieren. So ich denn das richtige Symbol finde. Hier. Ja, und dann hat sich das. So. Dann reden wir schnell nochmal mit ein paar Leuten und dann, ja, wie ich euch schon versprochen habe, geht's dann langsam aber sicher los. Reton. Mir fehlt übrigens immer noch dieser komische Brutus, den ich finden sollte. Keine Ahnung, wo ich den finde. So, jetzt können wir erstmal hier drin nochmal ein bisschen Zeug verkaufen. Das wäre ja noch ganz geil so. Mal her, mein Freund. Hey. Engor. Zeig. Ja, guck mal, der hat auch noch ein paar Tränke und hier können wir mal eine Schlachtaxt. Ja, tut mir leid, kann ich leider nicht verwenden. Orgisches Kriegsschwert. Jetzt machen wir uns mal hier ein bisschen die Taschen leer. Wir haben ja vor allem, ging es ja nochmal darum, ein bisschen EP mitzunehmen und das hat natürlich richtig gut funktioniert. Wir haben jetzt so ziemlich alles ausgelöscht, was man auslöschen kann. Was haben wir denn hier noch? Magischer Bogen, Eschenbogen heben wir auf. Normale Bögen können weg. So. Ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Geld. Welche Rune soll ich denn dort gefunden haben, bitteschön? Keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. So, dann haben wir nämlich hier noch Trollfälle. Zack, zack. Jede Menge Zähne und Hauer und ach, alles mögliche kann man noch. Hörner des Drachensnappers. Guck mal, hier kommt doch wieder ein bisschen Geld rein. Die Blutkelche verkaufe ich jetzt auch mal. Die brauche ich auch nicht mehr. Drachenschuppen mehr. Die sind durchaus wertvoll. Die Frage ist, Herz eines Steingolems, die Frage ist, will ich die wirklich verkaufen?
Goldene Ringe, Kohle, können wir auch mal ein bisschen was verkaufen. Hier hat man doch noch so ein paar Ringe, hatte ich dann noch gefunden. Guck mal hier, Krallen, Klauen, Felle, alles weg jetzt. Und da haben wir wieder richtig Geld. Wir haben noch einen Runenstein. Ein Runenstein. Ich nehme jetzt erstmal hier, was er mir an Tränken mitgeben kann. Kommt wieder mit rein, damit wir hier voll sind. Cool, und schon sind wir wieder pleite. Ach, herrje, Magier sein ist echt ein teures Hobby. Naja, gut, egal. So. Sei es wie es sei, wir haben nochmal 36 Lernpunkte. Brutus, ein Brutus. Mir fällt bald nichts mehr ein. Ich kann jetzt maximal hier, kenne ich mich jetzt nicht so aus. Ich gucke jetzt einmal nochmal, ob ich hier irgendwo einen Brutus habe. Ein Gerold. Das ist der Knast. Hier wird wohl auch niemand drin sein. Doch, hier sitzen ein paar Butler drin. Ich habe da meine eigene Meinung. Waffenknecht. Guck mal hier. Augenblick. Hey, du. Dann können wir es mal beklauen. Warum bist du nicht bei der Arbeit? Das ist ja ekelhaft. Hast du schon mal in meine Kammer geguckt? Diese dreckigen Fleischwanzen sind überall. Ich weiß ja nicht, wer da vorher drin gehaust hat, aber in den Dreckstall gehe ich sicher nicht mehr rein. Ich hasse die Biester. Und hör auf, so dämlich zu grinsen. Komm her, Mistvieh. Ich. Das war's mit dir, du Mistvieh. Dann machen wir ihm mal die Fleischwanzen raus. Kann man ja machen. Bin ja nicht der Kerl, ne? Die Fleischwanzen sind weg. Du kannst wieder deine Folterwerkzeuge polieren oder was auch immer. Bist du auch ganz sicher, dass wirklich keins von den Biestern mehr da Er ist aber gar nicht besessen. Ich denke schon. Wieso steht er auf Na meiner gut, Liste? hier, nimm dieses Gold als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mir kommen gleich die Tränen. Warte mal. Ah, jetzt. Nicht gekämpft. Lass dir das eine Lehre sein. Okay. Noch nicht mal Gold? Deine Waffe nehme ich mal mit. Okay, haben wir den auch erwischt. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Warte mal. Du bist besessen. Geh ins Kloster und lass dich heilen. Für mich kommt jede Hilfe zu spät. Geh. Okay. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Naja, gut, wenn er meint. So, jetzt reden wir nochmal mit dem Chef und dann. Ja, dann verkrümel ich mich wieder zurück. Ja. Und dann geht das definitiv los. Dann fahren wir ein bisschen Boot. Dann fahren wir mal eine Runde Boot, denke ich. Okay, hier gibt es nichts Neues mehr. Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Zeit nehme ich einfach noch mal um spontan. Was habe ich denn jetzt an Tränken? Was doch bestimmt noch. Jetzt habe ich doch wieder volle Taschen, oder? Ja, 130. Ja, das ist okay. Damit komme ich in die Ecke. Da können wir noch ein paar Orks jagen gehen. Komm, eine Runde machen wir das noch. Das war lustig. Das war lustig.
Das war jetzt gerade nicht ganz so lustig. So. Weil hier habe ich, glaube ich, echt alle Orks weggemanscht. Hey, hier auf der Seite war ich ein fleißiges kleines Ära-Kind. Hier war ich ein fleißiger Ära. Ja, jetzt nicht so. Das ist echt scheiße, dass der Feuerregen echt nicht reicht, um so eine Orkelide wegzumachen. Das ist echt ärgerlich. Ja, drauf geschissen jetzt. Pass auf jetzt. Wir fahren jetzt zum Pass. Schluss aus. So ich denn hier mal wegkomme von den komischen Orks. So, genau. Und dann mache ich nämlich genau an dieser Stelle ein Folgenende. Dann ist es heute mal eine kurze Folge. Es gab in letzter Zeit so viele lange Folgen. Wir machen heute mal eine kurze Folge. Damit ich einfach dieses Zusammenschneiden, weil wieder Absturz unterwegs, nicht habe. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am nächsten Mal wieder. Und zwar drin in Corines und dann gibt es ein paar letzte Besorgungen und dann werden wir losfahren. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao, ciao, der Ära.